Das ist Herr Schneider. Er ist Architekt und hat für Frau Müller ein Bürogebäude entworfen, welches nun ein Nachhaltigkeitszertifikat bekommen soll. Doch wer entscheidet, ob ein Gebäude nachhaltig ist? Dafür wendet sich Herr Schneider an Frau Fischer. Frau Fischer ist Auditorin für ein Gebäudezertifizierungssystem. Ihre Aufgabe ist es, alle Berechnungen und Dokumentationen durchzuführen, die für die Zertifizierung benötigt werden. Wie aber berechnet Frau Fischer die Nachhaltigkeit eines Gebäudes? Gebäudezertifizierungssysteme unterscheiden dafür in der Regel zwischen ökologischer, ökonomischer und soziokultureller Qualität. Für jeden dieser Bereiche werden standardisierte Kriterien vorgegeben und systematisch bewertet. Alle Kriterien zusammen zeigen an, wie nachhaltig das Gebäude insgesamt ist und ob es dafür ein Zertifikat erhält. Ein Beispiel. Frau Müller liegt der Umweltschutz besonders am Herzen. Deshalb ist für sie die ökologische Qualität ihres Gebäudes entscheidend. Um diese bewerten zu können, muss Frau Fischer eine Ökobilanz für das Gebäude erstellen. Die Ökobilanzierung ist eine international bewährte und genormte Methode, um potenzielle Auswirkungen von Prozessen, Produkten oder ganzen Bauwerken auf ihre Umwelt zu analysieren. Denn Nachhaltigkeit lässt sich nicht auf eine einzige Kennzahl herunterbrechen, wie zum Beispiel die CO2-Emissionen. Damit Frau Fischer eine solche Ökobilanz erstellen kann, benötigt sie detaillierte Daten zu dem Gebäude, zu jedem Bauteil und zu jedem einzeln darin verarbeiteten Produkt oder Material. Und zwar über den gesamten Lebenszyklus. Von der Rohstoffgewinnung und Produktion über die Bau- und Nutzungsphase bis hin zu Rückbau, Entsorgung und Recycling des Gebäudes. Frau Fischer braucht dabei nicht nur Informationen zu den direkten Auswirkungen auf die Umwelt, wie zum Beispiel zur Versauerung und Überdüngung von Boden und Wasser, zum Ozonabbau, zum Treibhauspotenzial und zu diversen Emissionen, sondern auch zum Ressourcen- und Energiebedarf sowie zur Entsorgung und zum Recyclingpotenzial jedes Produktes. All diese Daten zu beschaffen wäre für Frau Fischer gar nicht möglich. Deshalb gibt es EPDs. EPD steht für Environmental Product Declaration, auf Deutsch Umweltproduktdeklaration. In EPDs werden alle Ökobilanzdaten eines Produktes, die Frau Fischer für die Gebäudebewertung benötigt, vom Hersteller in Umweltwirkungskategorien zusammengefasst. Genau wie Ökobilanzen basieren auch EPDs auf internationalen Normen. Nachdem sie von unabhängigen Experten geprüft wurden, werden in Deutschland fast alle EPDs vom IBU, dem Institut Bauen und Umwelt, veröffentlicht. Da das IBU die EPDs auch als digitale Datensätze veröffentlicht, wird Frau Fischer die Arbeit noch einmal erleichtert, sodass sie nun ohne Probleme die Gebäudeökobilanz erstellen und in die Nachhaltigkeitsbewertung einbeziehen kann. EPDs erleichtern jedoch nicht nur die Bewertung, sondern auch die integrale Planung von Gebäuden. So konnte Herr Schneider bereits in der Entwurfsphase verschiedene Bauweisen und Optionen vergleichen, sich mit weiteren Experten und Fachplanern abstimmen und die ideale Kombination von Bauprodukten für Frau Müllers Bürogebäude auswählen. Deshalb erfüllt es auch alle Kriterien, um nun als besonders nachhaltig zertifiziert werden zu können. Das Detail im Fokus, das Ganze im Blick. Mit EPDs vom IBU.